I am driving at 85 in the kind of morning that lasts all afternoon. Just stuck inside the gloom. Cause I wonder sometimes about that I can always tell, but it's less than I'm leaving it behind. Ah, ich glaube, hier, Alice ist angetan. Oh, Mark auch. I'm leaving it behind. Why, Georgia, why? Still everything happens for a reason. There's no reason not to let myself be fine. Believing it right, I should leave it all behind. Tell me. Thank you, Alice. Thank you, Mark. You are awesome. Dankeschön, ihr seid toll. Woo! Ich habe mir schon gedacht, dass du Gitarre gespielt hast. Wie heißt du denn und wie alt bist du? Ich bin der Luke. Hey, ich Luke. Hi. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus der Nähe von Wiesbaden und ich bin Singer-Songwriter. Servus, hallo. Dankeschön. Und ich freue mich riesig, hier zu sein. Und ich war schon mal mit 17 Jahren hier. Du warst mit 17 Jahren hier? Genau. Okay, dann habe ich mich damals umgedreht? Leider nicht, sonst dürfte ich ja nicht mehr mitmachen hier. Also das war Pech, aber auch Glück in einem, weil jetzt bin ich ja hier und freue mich, dass sich zwei umgedreht haben. Okay. Und ich bin auch sehr gereift einfach in der Zeit. Ja. Hab weiter Songs geschrieben und das ist mein Traum also. Ja, das hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Well, ich freue mich auch sehr. Danke. Danke, dass du wieder da bist. Also ich fand die Stimme richtig, richtig schön. Vor allem am Anfang. Ich glaube, da habe ich so richtig dieses seidige Gefühl gespürt. Und vor allem, Dankeschön. Weil du Songwriter bist, würde ich sehr, sehr gerne mit dir arbeiten. Und wenn du Lust hast, in mein Team zu kommen, bist du wirklich herzlich willkommen. Dankeschön. Die Kritik, die ich hätte, ich fand es super, richtig gut. Ich kannte den Song gar nicht. Ist das John Mayer gewesen? Oder? Genau. Ja, okay. Du bringst ganz schön viel mit, um wirklich was zu starten in der Musikwelt. Vielleicht bist du hier und da noch so ein bisschen unlocker, ist natürlich auch eine krasse Situation, in der du dich gerade befindest. Na klar. Hier so. Aber deswegen bin ich ja auch hier. Bewerten zu lassen, aber ich glaube, das ist das, woran man bei dir arbeiten muss, dass du dich ein bisschen entspannst. Komm in mein Team, dann entspannen wir uns. Dankeschön. Ein bisschen meditieren da, oder was? Wenn du Singer-Songwriter bist, hast du vielleicht einen eigenen Song irgendwie in petto, den du uns jetzt noch vorspielen könntest? Na klar. Woo! Gerne. Hau raus! Okidoki, der Song von mir heißt Dancing in Your Bed. You say that you're the one for me. Oh, you. You're the only girl in the world. Now that I tasted your lips drown in your love, you might be the one. If you've never seen this love before, our friends told us that we. 'Cause when you're with me, love is like a hurricane. When you're with me, we're dancing in your bed. You're screaming to me, love is like a hurricane. It's when you're with me,
We dancing in your bed. Dankeschön. Also, den Song fand ich super. Das war dein Song, man hat sofort, da war ganz andere Stimmung in deiner Stimme als bei dem Song davor. Den wolltest du uns einfach vorsingen, vortrellern, und da kam bei mir nicht dieses Gefühl rüber wie bei dem Song. Deswegen habe ich mich nicht umgedreht. Das ist ja meine Musik und deswegen kann ich das auch ganz leicht mit Herz halt singen. Andere können das aber auch, sich für den Moment, und das könnte in dieser Show hier öfter noch vorkommen, ne, dass du andere Songs singen musst. Und das Natürlich. Muss einfach funktionieren. Sich reinfühlen, das muss man eben auch können, wenn man hier antritt bei der Sendung. Na klar, man muss einfach in dem Moment drin sein. Ja. Genau. Aber da hat man vor allem deine Stimmfarbe gehört, fand ich. Vor allem oben. Also als du diese höheren Töne gesungen hast, klang das so schön. Dankeschön. Und auch geiler Pre-Chorus und geiler Chorus. Dankeschön von der Songwriterin. Danke. So, lieber Luki. Jetzt nehmen wir mal die Hände aus der Tasche und entscheiden uns mal hier für einen von den beiden Coaches. Ja, also ich bin eigentlich total happy mit euch beiden. Ihr wart auch für mich die Wunschkandidaten so in meinem Kopf. Aber ich mach's jetzt ganz einfach. Ich gehe mit Alice. Tolle Songs schreiben. Oh mein Gott, ich freue mich. Oh, geil. Das wird sehr